In Köln-Müngersdorf sind Stefan Sindera und Michael Weber auf Fußstreife unterwegs. Und offenbar zur rechten Zeit am rechten Ort. Das ist aber sehr eilig. Hey, was denn, du Arschloch? Hey. Ganz gut. Alles gut, alles gut. Alles gut? Ja, alles ja? gut. Wunderbar. Was ist los? Irgendwie geklaut. Sie sind jetzt schon außer Atem hier. 10 Meter. Die gehört der Kiosk hier vorne. Ja. Okay. Und wir haben auf Eigenbedarf mitgenommen. Ich hätte auch später noch. Ja, bezahlen. Eigenbedarf ist klar. Eigenbedarf ohne Bezahlen ist schlecht. Das gibt's nicht mehr. Nee, der ist bei mir umgeschlichen und auf einmal war er wieder ganz schnell weg. Kennen Sie den? Einmal aufstehen. Nee. Ja, aber ich sage, was passiert. Ja, ganz ruhig. Aber wenn ich Ihnen so erzähle, was ich so an Ladendienst schon habe, dann fängt er okay, an. Okay, da haben wir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit dafür. Dann nehmen Sie mal die Tasche hier. Ist mal los, was näher. Ja, zeigen Sie mal. Zigaretten hat er geklaut zum Eigenbedarf. Dann hat er Schokolade, Schokolade. Ja, gehen wir mal in den Laden. Also, weil ich so sehen würde kann, sind Warenwert etwa 100 Euro. Der Täter ist geständig. Polizeihauptkommissar Michael Weber vermittelt deshalb zwischen ihm und dem Kioskbesitzer. Haben Sie Geld dabei? Sie haben doch genug Geld, warum klauen Sie? Wollen Sie das jetzt bezahlen oder nicht? Das Geld brauche ich andersweitig, tut mir leid. Wollen Sie die Waren jetzt bezahlen oder nicht? Ja. Wenn Sie die Waren jetzt bezahlen, dann haben wir das Problem, dass der Herr vielleicht von einer Strafanzeige wegen Diebstahl abstandet. Wenn Sie die Artikel bezahlen. Dann dementsprechend dann jetzt auch gesagt, genau. Ja. Dementsprechend. Also ich gebe dir jetzt die Chance, entweder du bezahlst das jetzt hier. Dann machen wir das doch so. Wie viel sind das? Waren mit etwa 120 Euro. 120 Euro? 120 Euro. Also dann die Zigarettenstange. Ja, das Geld brauche ich eigentlich andersweitig noch. Zigarettenstange raus? Die Zigarettenstange brauche ich nicht unbedingt. Okay, dann packen wir die Zigarettenstange raus, weil so viel Geld hat er auch nicht dabei. Wie viel Geld ist das? Das wären dann jetzt etwa 50. 50. Ja. Gut. Brauchst du eine Quittung? Kann ich wieder stehen? Gerne, dann bin ich fertig. So, packen Sie mal ab. Also wir gehen ja von einem Ladendieb immer davon aus, dass er keine finanziellen Möglichkeiten hat, hier dein Siebesgut zu bezahlen. Hier hat der Ladenbesitzer auf eine Diebstahlsanzeige verzichtet. Der Warenwert war jetzt eigentlich schon so, dass er hätte ohne weiteres eine Anzeige stellen können. Da aber der Täter genug Bargeld bei sich hatte und er auch in der Lage war, das zu bezahlen, konnte er das Diebesgut bezahlen. Und damit war die Sache klar. Er hat ein Hausverbot bekommen und von daher alles gut. Die Beamten verwarnen den Dieb und wollen ihre Fußstreife fortsetzen. Vor dem Kiosk ist allerdings etwas vorgefallen, was einem Mann sehr peinlich ist. Ah. Fehlt Ihnen auch was? Hier hatten wir gerade einen Ladendiebstahl, haben Sie ja gesehen. Aber mein Mann, der hatte das öfter. Wenn der nicht da den Kopf angewachsen hätte, dann wäre er wieder. Ist der angewachsen? Ja, Gott sei Dank, sonst würde er den auch noch verlieren. Wie viel Portemonnaie ist jetzt schon? Ja, jetzt brauchst du die Schimpfen. Ich habe es verloren und so. Wo haben Sie denn verloren? 50. Euro, ja, ich war jetzt eben hier vorne. Waren Sie drin im Laden oder? Nee, ich hab hier gewartet, hab was genommen. Ich war und drin. Ich war drin, hab drin was besorgt, jetzt komme ich raus und weg. Ja. Ja, aber Entschuldigung, wie groß ist das? Normales schwarzes Portemonnaie. Haben Sie das rausgeholt und wollten mal gucken, wie viel Geld noch drin ist oder was? Kann ich mal einen Moment mit einem Kollegen sprechen. Ja, dann spreche ich mit Ihrer Frau. Ja. Eben war so ein kleines Püppi hier, 25, 30 Jahre Mädchen. Ja. Und da habe ich mit ihr was geschäkert. Die hat mich so ein bisschen angeflochtet. Ja. Dann wollte ich, dass das meine Frau so mitkriegt. Und, dann hat die mich um eine Zigarette gebeten, das habe ich ihr gegeben. Ja. Und dann sagt sie, sie fährt nach Holland. Und ob ich Kämpfer, ihr, oder was? Ja, genau. Ja. Ob ich ihr vielleicht 5 Euro, 2 Euro, 5 Euro. Habe ich erklärt, gegeben. Dann hat sie sich bedankt, hat mich noch fest im Arm genommen. Ja, oh, da müssen wir manchmal aufpassen. Ne? Manchmal ist das so der Griff der Medusa, ne? Der guckt so nicht richtig hin. Jetzt vermisse ich natürlich noch kommen. Ich kann aber nicht meiner Frau erklären. Ja. So. Die junge Dame, wo ist denn hingegangen? Sandy hieß die. Ich habe nur noch mit ihr 2 Wörter so wie mit Ihnen gesprochen. Ja. Und dann ist sie da rüber gegangen. Hier rüber Richtung Park, da? Ja, ja, die hatte noch so ein Schild Holland. Die wollte per Anhalter weiterfahren. Ja. Ich kann Ihnen jetzt nicht allzu große Hoffnung machen, dass wir die wirklich wiederfinden. Ne? Mhm. Was ich machen kann, ich gehe mit meinem Kollegen da mal hin. Wir gucken mal in der Richtung, wie sah die aus? Was hat die für eine Haarfarbe gehabt? Eine Blondine, ein hübsches Ding. Und ja. Du hast ein bisschen gequatscht. Ja. Also haben wir Mitbekommen, ja. Du weißt, wie das ist.
Es war einfach nur ein nettes Mädchen. Lecker Mädchen, mal hinterher gelehrt. Wir hatten uns überhalten, wie viel Portemonnaie er schon verloren hat. Erzähl ich dir gleich auf dem Weg. Ja, wenn wir was finden, hat der Kollege schon gesagt, oder was, dann werden wir es übernachten. Das wäre nett, weil da ist mein Ausweis, alles ist drin. Nett ist unser zweiter Name. Das machen wir. Dann nur ganz kurz, ich schaue kurz die Personalien kurz auf. Müssen wir wieder. Ansonsten, wenn Führerschein drin ist und alles, dann müssen wir natürlich, wenn wir jetzt. Kennen wir schon. Ja, klar, wenn das schon. Ist ja nicht das Erste. Ja, nachdem der Kollege mir dann geschildert hat, was letztendlich passiert ist, haben wir uns dann im Nahbereich mal angeschaut. So lange war der angebliche Diebstahl auch noch nicht her. Und wir haben dann einen kurzen Weg später haben wir auch ein Schild gefunden, was dementsprechend uns geschildert worden ist, dass eine junge Dame mit einem Schild rumgelaufen ist, wo Holland drauf stand. Da hatten wir schon mal einen Indiz. Guck mal in das Auto rein hier. Hallo, aufhören! Was ist los? Komm raus, Kollege! Was ist passiert? Guck mal, meine Brille. Der versucht mich zu bekrapschen. Ja! Polizeioberkommissar Stefan Sindera fixiert den Mann. Der gibt allerdings an, nicht der Täter, sondern das Opfer zu sein. Sie wollte der Anhalter mitfahren nach Holland oder so, okay, auf irgendeinem Musikfestival, hat er mit mir geflirtet und dann habe ich gedacht im Auto so, naja, wenn sie schon angeflirtet hat, nutzt die Chance. Das ist doch keine Einladung, dass du mich bekrapschen darfst. Das ist die Kleine. Ich wollte einfach nur auf mein Musikfestival gehen und du bekrapschst mich einfach. Ja, aber einfach. Du hast mit mir geflirtet. Warum hast du das denn getan? Ja, ich wollte einfach nur nett sein und mitgenommen werden. Weißt du was, wir machen das ganz anders. Ich habe noch ihre Tasche. Sie haben noch Sachen von ihr. Die bekomme ich dann. Du warst doch gerade bei mir. Nein, ich kenne dich gar nicht. Da drüben hast du mich für eine Zigarette gefragt. Und für ein paar Euro für was zu trinken. Nein, ich kenne dich überhaupt nicht. Das ist meins. Ja, hier habe ich einen ganzen Bazar an Portemonnaies. Das ist ihre Tasche, die sie bei mir ins Auto. Das ist mein Portemonnaie, Schatz. Sie tun mir jetzt mal allen Gefallen. Wir gehen jetzt mal dahin, weil hier Straße. Da kenne ich das sehr ungern. Die Ordnungshüter nehmen die Personalien aller Beteiligten auf. Sie vermuten, dass die junge Frau ältere Männer nur anflirtet, um sie zu bestehlen. Aber warum greift sie zu solchen Mitteln? Es geht jetzt um Folgendes festzuhalten. Die junge Dame hat offenbar hier mehrere Portemonnaie an sich genommen. Sie können sich dazu gerne gleich äußern. Wir werden den Wert zusammenfassen, weil ich denke mal, das sind alles aus Diebstählen, inklusive hier bei dem Herrn Schuster. Das war ja offenbar der Letzte. Deshalb ist nämlich ganz wichtig, wie viel Geld da drin war, ne? Weil wir das alles halt zusammenfassen müssen. Ein paar Gröschelkes. Ja? Ja, trotzdem. Papiere sind wichtig. Nee, ist für uns trotzdem ganz wichtig, jetzt für die Anzeige, okay. Ja? So. Ich bringe mich schon mal zum Auto. Du bringst sie schon mal weg? Okay, klar. Wollten Sie irgendwas dazu sagen hier, oder? Nee, das sind nicht Ihre. Ach, das sind nicht Ihre? Das sind nicht Ihre. So, die Handtasche lassen wir mal hier kurz, die bleibt beim Kollegen. Als hier rumzuklauen. Ja, und vor allem nicht anzubaggern. Und jetzt überleg mal, wenn jetzt nicht die Polizei hier gewesen wäre, das hätte für dich in die Hose gehen können. Das hätte ganz krumm gehen können. Ist doch gar nicht Ihre Tasche. Ja, aber das Mädchen, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, der junge Mann wollte da, das war ja doch eine andere Nummer geworden. Das ist eine Straftat, Diebstahl. Also, ja, aber sie hat mich ja angemacht. In mehreren Fällen, muss jetzt nichts mehr dazu sagen. Den Rest werden wir auf der Dienststelle machen. Ja, ich habe die geklaut. Ja. Ich bin nur Studentin. Ich verdiene so nur nebenbei dazu. Sind viele Studentinnen. Muss ich anschließend anlegen? So. Also Fluchtversuch brauchen wir jetzt nicht zu machen. Ne? Die junge Dame hat uns gegenüber angegeben, dass sie Studentin ist. Hier hat sie vorgegeben, Tremper zu sein. Das war auch die Aussage von dem Herrn Schuster. Letztendlich ist sie auf jeden Fall eine mega gute Taschendiebin. Das muss ich jetzt wirklich mal zugeben. Lange Beine, flinke Finger und offenbar auch eine schnelle Zunge. All das kombiniert. Ja, das hat die Männer wahrscheinlich so den Verstand gekostet, dass sie halt es sehr einfach hatte, an einem Tag auf so eine stattliche Anzahl von Geldbörsen zu kommen. Herr Schmidt, was Sie betrifft, ich mache jetzt gleich eine Abfrage. Ich hoffe, Sie sind da nicht schon mal in Erscheinung getreten wegen irgendwelchen Sexualdelikten. Nein, um Gottes, ich bin Lehrer. Ja, das ist ja noch schlimmer. Das heißt, Sie haben eine Garantenstellung und dann ist hier ein junges Mädchen bei Ihnen im Auto und dann fühlen Sie sich... Sie hat mich so angebaggert. Ich bin seit Jahren. Das ist doch nicht angebaggert, wenn ein Mädchen um Hilfe schreit. Nein. Wie alt sind Sie? Ich bin 44. So, Sie sind 44. Wie alt ist Sie? 20. Sie glauben doch nicht, dass Sie mit 44 so einen Riss bei ihr haben, dass die Sie anbaggert. Sie hat es aber getan. Sie hat mich angeflirtet. Okay, angeflirtet. So. Das passiert mir tagtäglich auf der Straße. Gucken Sie mich mal an. Und ich gehe da trotzdem nicht hin und nehme die in den Arm und mache irgendwas.
Das nehme ich hin, lächel darüber und ist gut. Aber siehst du, mir ins Auto gestiegen. Ja, sie wollte irgendwo hin. Das war ja der Anreiz, aber sie wollte sie beklauen. So, dann fingen sie an so mit, ja, nett und okay, Liebchen. Wir kommen so einfach nicht weiter. Ja, sie haben heute Morgen, keine Ahnung, sind an einem Eimer, ich spüre mich selber ins Klo vorbeigegangen und haben da 3 Kellen von genommen. Keine Ahnung, wirklich. Also da fehlen mir auch die Worte für. Der Kollege hat das ganz richtig gesagt. Dass Trampen auch eine gefährliche Sache sein kann. Ich glaube, das hat sich heute auch im Fall der Frau Gerber gezeigt. Egal, ob sie jetzt eine Taschendiebin ist oder nicht. Sie wurde hier Opfer eines sexuellen Übergriffs. Und das kann bei einer jungen, etwas spärlich bekleideten Dame dann auch mal passieren. Weil man kennt die Leute nicht, wo man einsteigt. Also mittlerweile gibt es ja auch viele Portale. BlaBlaCar, Mitfahrgelegenheit, ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Da ist das aber gesichert. Da müssen sich die Leute auch ausweisen. Und das ist beim Trampen eben nicht gegeben. Ja, also wie gesagt, ist ein No-Go, ne? Ja, und wenn jemand Nein sagt, dann heißt das Nein. Ja, ich hab mich und wenn ich die Hand aufs Knie lege oder was auch immer oder an den Hintern und die sagt, nein, das möchte ich nicht, dann heißt das Nein, ich möchte das nicht. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verrannt in der Situation. Ja, die Frau Gerber, unsere Haupttäterin, die kann sich natürlich jetzt verantworten wegen mehrfachen Diebstahls. Wir müssen auf der Dienststelle jetzt erstmal prüfen, wem diese ganzen Geldbörsen gehören. Diese Leute davon informieren, dass wir die haben, damit die uns schildern können, wie es zu diesem Diebstahl gekommen ist. Und des Weiteren haben wir natürlich noch den Herrn, der hier im Auto gesessen hat. Den werden wir natürlich wegen sexueller Belästigung anzeigen. Der wird mit Sicherheit vor Gericht seine Aussage machen, dass er dazu aufgefordert worden ist. Wie sich das dann letztendlich vor Gericht verhält, kann ich jetzt noch nicht absehen. Aber wir haben ihm ganz klare Ansagen gemacht, dass das ein No-Go ist. Und wenn eine Frau Nein sagt, dann meint die auch Nein.